die Automechanika ist in vollem Gange. Ich stehe hier mitten in der Halle 11 am ZKF Gemeinschaftsstand auf der Fläche von Kartec Autotechnik Fuchs. Neben mir Daniel Fuchs, Geschäftsführer. Und hier gibt es während der Automechanika 2022 eine Weltpremiere zu erleben. Absolut. Wir stehen davor. Worum handelt es sich hier? Absolut. Ja, hallo Frau Hedderich und hallo an die Zuschauer. Wir haben hier auf der Automechanika 2022 die absolute Weltpremiere von unserem Wheel Doctor DDC, wo das Thema Felgenaufbereitung auch nach einem TÜV-geprüften Wheel Doctor Verfahren vollautomatisiert und daher einfach noch mehr Wirtschaftlichkeit und noch mehr Nutzen für die Lackierbetriebe, Autohäuser, Reifenhandel und Co. bietet, einfach einen perfekten Prozess zur Felgenaufbereitung. Ein Ziel wurde gerade schon genannt, Prozessoptimierung innerhalb der K&L-Betriebe, die Felgen aufbereiten. Wie lange hat die Entwicklung gedauert? Ja, über 2 Jahre, muss man sagen. Also wir sind ja mit dem Wheelmarsch-System schon seit über 25 Jahren am Markt und kennen da natürlich die Anforderungen ganz genau. Und vor etwa 2 Jahren haben wir den Big Box Explorer, der bekannt ist auch zur Lackiervorbereitung, für Industriekunden auch vollautomatisiert mit Roboter. Und da war natürlich dann sofort der Wunsch da, auch die Vorteile aus der Industrie eigentlich, so einen automatisierten Roboterprozess auch für die Felgenanwendung ins Handwerk zu bringen. Also ich sage mal, Handwerk 4.0, ja. Ja. Wie funktioniert denn nun dieser Prozess konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert automatisch? Die Felge muss ja vermessen werden und dann muss der Schaden erkannt werden. Wie funktioniert das? Ja. Also mit dem DDC, also DDC steht für Digital Diamond Copy Technologie, haben wir ein neues Verfahren entwickelt, wo ganz simple 3 Schritte sind. Die Felge wird zentriert und eingespannt. Dann machen wir eine Multikontur-Lasererfassung, wo wirklich Unwucht, Schadenstiefe und die Kontur erfasst wird. Und dann läuft die Bearbeitung der Felge automatisiert. Okay. Das heißt, wenn ein Schaden zu tief ist, Sie sagten ja eingangs schon, es ist TÜV geprüft, das Verfahren, ist der Schaden zu tief, kann man die Felge nicht bearbeiten. Das ist das ganz Besondere am DDC, dass die Grenzwerte, die ja seitens TÜV und auch, sagen wir, auch von vielen OEM-Herstellern gesetzt sind, es dürfte bis 1 mm Schadenstiefe im Bereich 50 mm von außen nach innen. Das ist eigentlich so die Bibel, die gesetzt ist. Und das setzt die DDC wirklich manipulationssicher um. Das heißt, alles, was zulässig ist, kann und wird aufbereitet mit dem DDC. Ist der Schaden zu tief oder die Unwucht zu tief, lässt mich die Maschine auch gar nicht weiter im Prozess. Es kommt ein Werkstattprotokoll raus, das dokumentiert, sodass ich auch eine Nachvollziehbarkeit habe. Hm. Wir sprachen jetzt davon, dass der ganze Prozess automatisiert ist. Wie lange dauert der denn und wo liegt die Zeitersparnis für die Betriebe? Ja, also wir haben die Maschine entwickelt, um wirklich ein TÜV-geprüftes Verfahren für die Felgenaufbereitung auf die Füße zu stellen. Und die Vorgabe seitens TÜV war von vornherein, es muss manipulationssicher sein. Das heißt, für uns ging der Weg eigentlich, einen möglichen Fehler vom Mitarbeiter auszuschließen, nur darüber wirklich eine Vollautomatisation hinzubekommen. Bedeutet jetzt, 15 Minuten ist die Zeit, die ich brauche, um die Felge zu spannen und die Lasereingangsmessung zu machen. Und aus den Parametern läuft die Bearbeitung automatisiert. Also nach 30 Minuten im Durchschnitt ist die Felge komplett fertig aufbereitet. Ich muss aber davon nur 15 Minuten wirklich dabei sein, weil die Bearbeitung kann ich theoretisch in der Zwischenzeit die nächste Felge lackieren oder sonst im Betrieb dort Hand anlegen, wo ich gebraucht werde. Ja, okay, also so funktioniert die Technik. Wir sind sehr gespannt. Wir werden uns das später natürlich auch mal noch genauer anschauen. Sehr gern. Das heißt, jetzt hier auf der Automechanika ist die Weltpremiere. Wie geht es dann weiter? Ja, wir liefern die ersten Maschinen jetzt gleich diese Woche an die Kunden aus. Also wir haben natürlich schon ein paar Wheelmaster-Bestandskunden, die schon ganz heiß auf die Anlage sind, weil sie einfach das Thema Felgenaufbereitung und damit auch das Servicegeschäft von den Betrieben nochmal aufs nächste Level hebt. Und ich denke mal, mehr Umsatz und mehr Ertrag im Servicegeschäft, da ist die Felge einfach prädestiniert, weil jedes Fahrzeug hat im bundesweiten Schnitt auch eine beschädigte Alufelge. Also kennen vielleicht viele auch selber, mir auch schon so gegangen, einmal kurz nicht aufgepasst, ist beschädigt und dadurch wirklich eigentlich ein zusätzliches Geschäftsmodell, was ich mit dem DDC super umsetzen kann.